Hallo, meine Lieben. Ich habe jetzt nochmal einen ruhigen Laden. Stehe hier immer noch vor meinem leeren Trockenständer und denke mir, ich versuche nochmal so ein Schwein zu fangen. Oder vielleicht müsste ich mal irgendwann gucken, was es hier sonst noch so gibt, ne? Bevor ich mich da jetzt ins Abenteuer stürze mitten in der Nacht. Aber ich brauche ja definitiv, also ich würde gerne noch eine Kokosnuss finden. Ist ja auch ein toller Baum, ne? Oh, da sind Leuchtepilze. Blaue Pilze? Blau klingt nicht gesund, aber. Oh komm, ich habe gerade geladen. Ich probiere die mal. Essen. 10 Energie? Oh, das sind ja voll die Wachmachpilze. Koffeinpilze. Cool. Komm, da erstmal noch. Die nehmen wir noch ein paar mit. Muss ich aufpassen, dass wir die nicht vergammeln. Pilz. Pilz. Wie komme ich da jetzt nicht ran? Das ist aber auch ein komischer Baum. Was war das denn jetzt? Ein kleiner Stock? Noch irgendwas? Balnisteroptes-Liane. Aha. Ja, ich komme hier wieder raus. Das sieht ja echt cool aus. Noch mehr Pilze irgendwie? Liane, normale Liane und die andere Banisteure Dingsaliane. Aha. Ich hätte gerne noch so Pilze. Sorry mit der Liane, ich will Pilze. Da unten vielleicht irgendwo welche? Der ist ja cool. Okay, das war das. Ah, hier auch noch Lianen. Weiß gar nicht, wie viele Lianen habe ich. Ja, steht da ja, ne? 6 habe ich. Na gut. 10 kann man, glaube ich, tragen. Dann nehmen wir noch ein paar mit. So. Aber ich bräuchte jetzt mal Fleisch. Bananen könnte ich pflücken, aber ich glaube, Kohlenhydrate ist oben rechts, ne? Ne, brauche ich nicht. Bleibt schön da, Bananen. Die haut aber nicht wieder ab, ne? Was ist das? Was ist das? Käfigfalle. Da ist eine Spinne drin. Sollten wir die mal nehmen. Halten zum Scharf machen. Aber so ein Giftspinne essen ist bestimmt keine gute Idee, ne? Ich weiß nicht. Geht's hier noch hin? Was ist das? Oh, der Kokosnuss! Cool. Zack. Nehmen. Ist da noch eine? Ich will mehr davon. Es ist so dunkel. Es ist so duster. Es ist so dunkel. Ich überlege mal gerade, kann man das grafisch nicht ein bisschen heller stehen, damit ihr was sehen könnt? Option, Grafik. Schattenhelligkeit. Ich muss mal ein bisschen heller stellen, damit ihr ein bisschen was. Sonst seht ihr ja überhaupt nichts. Ich mache mal so. So vielleicht. Helligkeit. Übernehmen. Sonst doof zum Video angucken, wenn ihr gar nichts seht, ne? Nein, ich sehe ja auch nichts, aber das ist jetzt zu hell. Da ist noch so ein Pilz, aber ich weiß nicht, den Pilz traue ich auch irgendwie nicht. Ich würde gerne noch mal so ein Schwein irgendwie essen. Hier, die waren noch gut, ne? Kohlenhydrate. Das Einzige, was ich gerade nicht brauche, sind Kohlenhydrate. Aber jetzt, wo es schon wieder regnet, ich glaube, ich stelle mir da gleich noch mal so ein noch so eine Schale hin. Hey, dass mir das Fleisch alles vergammelt ist, das ärgert mich sowas von. Ich gehe jetzt ein Schwein jagen. So, unser Feuer müssen wir auch mal wieder anfeuern, bevor das hier irgendwie völlig. Das so ein Leguan versucht zu fangen. Jetzt werde ich hier mal. Oh Gott, das ist ja auch schon wieder fast runtergebrannt. So. Ich will jetzt erstmal irgendwas haben für meinen Trockenständer, damit ich da irgendwie was trockenes Fleisch habe. Weil ich denke mal, wenn man so unterwegs ist, ist das gar nicht so doof. Da kann man ja nicht alle 5 Meter irgendwie so ein Lagerfeuer machen, sollte man so getrocknetes Fleisch mitnehmen. Hier ein paar Hölzer mitnehmen. Fürs Feuer. Die Schweine waren ja da hinten, da irgendwie, ne? Ich versuche mal, vielleicht kriege ich ja noch so ein paar Pekari, wie das Ding heißt. Hier waren die irgendwie da. Nee, das ist ein Baum, oder? Waren die nicht hier?
Haha. Ja, irgendwo hier waren die. Kann man nicht hier auch so irgendwie kriechen, so ranschleichen irgendwie? Oh, da ist eine Tabakpflanze. Nee, ach, so eine Funk hier. Warte mal, ich probier mal. Bleib mal stehen, Schwein. Ich hab's nicht so mit Zielen, die sich bewegen. Ist das richtig? Ich hab's getroffen. Oh, was ein Glück. Ich hab's getroffen. Oh. Ah. So, jetzt aber gleich auf den Trockenständer. Jetzt, wo da ein Dach drüber ist. Lass dich verdammt mal noch eine Kokosnuss aufstellen. Cool. Jetzt bin ich überladen. Ich bin auch schnell überladen. Was habe ich denn? Oh, warte, ist noch eins. Oh, ist das martialisch. Aber ich habe jetzt Fleisch. Oh, Gott sei Dank. So. Hä, wieso kann ich das jetzt nicht nehmen? Hä? So geht denn das nicht? Doch. So, jetzt muss ich mal irgendwas loswerden, weil ich mich sonst gleich nicht mehr bewegen kann. Und dreckig bin ich. Und ich sollte mein Tagebuch mal lesen. Oh, ich fühle mich gerade so ein bisschen gestresst. Was ist das? Hm. So. Kann ich nicht beim Gehen das Tagebuch lesen? Nee, geht nicht. So, was ist denn jetzt hier alles? So. Überprüfe den Ort Lambda 2. Stelle Ayahuasca her und trinke es, um deine Erinnerung wiederherzustellen. Aha. Echt? Weiß nicht, ob ich das will. Ist das das Dorf? Wo sind alle? Keine Anzeichen von Eingeborenen oder Mia. Verbrannter Rucksack, Buch, Notizen und Karte. Wem gehört das alles? Ach, hier stehen die Koordinaten. Das ist ja praktisch, wenn man da wieder hinfinden will. Aus den Notizen. Ayahuasca hilft Patienten mit Gedächtnisverlust. Also das ist... Ach, das ist diese Schale. Ups, Entschuldigung. Diese Schale. Schritt 1. Entzünde ein Feuer unter dem Kessel. Schritt 2. Sammle die Zutaten und wirf sie hinein. Banistrup. Ach, das ist diese Dings da, die ich gesammelt habe. Schritt 3. Sammle die Zutaten Blätter und rote Früchte des Busches. Entschuldigung, warte mal. Ich muss mal kurz eine Pause machen, weil ich... Schluck auf habe. Ich bin gleich wieder da. Ach, ich habe jetzt Escape gedrückt, um eine Pause zu machen, weil ich einen Schluck auf hatte. Da steht ja, überlebt 2 Tage, gereist 1,7 Kilometer, erbrochene 0. Oh, das ist ja gut. Dann weiß ich ja, wie lange ich schon spiele. Okay, also. Tagebuch. Wo ist mein Tagebuch? Da. Tagebuch. So, das war... Die habe ich da gesehen, die Pflanze. Die war da direkt neben dem Baum. Was ist hier das Neues? Fackel, Knochenmesser, Steinspeer... Knochenaxt, okay. Bekannter Pilz, unbekannter Pilz. Wirkung tötet Parasiten. Oh, das ist ja auch gut zu wissen, ne? So, was ist hier jetzt noch neu? Steinring. Achso, da kann man vielleicht so ein Steinring um Feuer machen, warum auch immer. Trockengestell, das hatte ich schon. Hier ist diese Stachelfalle. Müsste da nicht diese andere Falle auch sein? Ach ja, da ist die Käfigfalle. So, ja, ich muss wieder... Jetzt habe ich doch irgendwo eine Funk hier gesehen. Wo war die denn jetzt wieder? Die war doch da. Irgendwie vorbeigehen war doch so eine Funk hier. Die wollte ich für den Verband haben. Kann ich hier? Na, ich glaube, ich bringe erstmal mein Fleisch in Sicherheit. Und dann sollte ich jetzt noch eine Kokosnuss aufstellen. Und dann... Ist das alles aufregend. Dann sollte ich mal irgendwie sehen, dass ich ein bisschen was aus dem Rucksack packe, weil ich mich ja kaum noch bewegen kann. Aber jetzt gehen wir erstmal zu den Kokosnussschalen, trinken was. Geht's mir so? Ja, ich brauche Proteine. Dann werde ich jetzt mal einen Teil von dem Fleisch braten. Und einen Teil trocknen. Ich finde, das ist ein guter Plan. So, und für Fett kann ich jetzt gleich die Kokosnuss... Den will ich auch mal irgendwann haben. Ich komme hier voll ins Jagdfieber. Meine Killerinstinkte sind geweckt. So, jetzt kann ich hier was trinken. Was trinken. Und dann werde ich jetzt mal... Wo ist denn die Kokosnuss jetzt hin? Oh Gott, hier ist alles so voll. Ich werde mir hier so ein paar Knochen sammeln. Wer weiß, wofür es gut ist.
sammeln. Kann ich da nicht auch irgendwie so einen Knochensperr vielleicht herstellen oder so? Kann man doch bei The Infected auch machen. Gucken wir mal, den auch noch sammeln. Dann habe ich ja so Piekser, die brauche ich bestimmt irgendwann mal für irgendwie was Knochennadeln. So. Jetzt machen wir die. Trinken. Sammeln. Oh, ich muss aufpassen, dass mein Feuer nicht ausgeht. Nochmal sammeln. So langsam. So langsam läuft's. Nochmal sammeln. Wieso habe ich denn schon wieder eine Spinne in der Tasche? Ich will diese Spinne nicht haben. So, wo ist jetzt die Kokosnuss? So, und die stellen wir da jetzt hin. Und dann gehe ich noch ein Stück nach links und stelle die da hin. So. Ach, bist du schon wieder müde? Ja, jetzt müssen wir aber erstmal ein bisschen Fleisch braten. Braucht Proteine. So viel, so lange muss jetzt noch wach bleiben. So. Das ist mein Rucksack da. Erstmal, kann man Knochen vielleicht auch verbrennen? Ne, kann man nicht. So, dann wollte ich jetzt hier darauf. Machen wir erstmal das Feuer wieder richtig volle Pulle an. Oh, ich habe 6 Kilo zu viel in der Tasche. Ich muss mal irgendwas loswerden. Erstmal packen wir die ganzen Stöcke darauf. Das ist Feuer, so ist voll jetzt. Dann packen wir hier einen dahin. Einen dahin. Können wir gleich mal vergleichen, wo der Unterschied zwischen... Zwischen getrockneten und gebratenen ist. Da muss ja irgendwie ein Unterschied sein. So, jetzt hängen wir das da hin. 1, 2, 3. Also, oh. Man kriegt 3 Stücke von einem so einem Tier. Oh, diese Maden, die leben ja immer in der Tasche, ne? Minus 5 geistige Gesundheit. Ja, die sollte ich nicht essen. Da kann man bestimmt noch was anderes mitmachen. Oh, die könnte ich mal essen, wo er gerade müde ist. Ich guck gleich mal. Vielleicht ist da ja noch mehr von den blauen Pilzen an dem Baum wieder nachgewachsen. Wo war denn der? Da. Von dem blauen... Von... Nicht blauen Baum. Von blauen... Hier, da ist diese rote. Oh, ich traue mich nicht. Und das soll ich machen? Ah. Da ist die rote Pflanze. Dafür dieses Ding. Ist hier vielleicht noch ein neuer Pilz? Paranuss? Paranuss? Paranuss ist lecker. Ist das wohl ein Paranussbaum? Hast du da mehr? Ja. So eine habe ich schon. Das ist doch Paranuss. Ist da mehr? Paranüsse. Paranüsse. Paranüsse sind bestimmt gut. Das ist noch eine. Oh Gott. Noch mehr? 3 habe ich jetzt schon. Paranuss. Will noch mehr. Eine mehr? Ja gut, 3 Stück. Mal gucken, was die so bringt. Also die ist ja so auf jeden Fall unschädlich, Paranuss. So, komm, wo ist sie denn? Da. Paranuss sammeln. Jetzt habe ich eine Paranussschale. Herstellen. Oh, da kann man auch was mitmachen. Und die Paranüsse. Da. Paranuss 3. Essen. Oh, 35 Fett bringt so eine Paranuss. Wow. Cool. Oh, da muss ich mal ab und... Oh, jetzt ist das voll. Es fehlt mir nur Proteine. Also hier, bei diesen Bäumen, da muss ich jetzt mal öfter gucken. So Paranüsse muss ich mir echt... Die sind ja noch viel besser als Kokosnüsse. Ey, cool. Da ist noch eine Verbandspflanze. Die nehmen wir uns auch mal mit. Ah. So muss man ja da so oft so. Jetzt will ich aber da hinten nochmal gucken. Irgendwas ist hier... Irgendwas summt hier. Tierexkremente? Was macht man denn damit? Nicht essen. Tierexkremente? Wozu habe ich denn jetzt Tierkacke? Vielleicht soll ich mal ein paar Knochen hier hinlegen und die nicht immer mit mir rumtragen. Kann man die nicht hier irgendwo mal hier irgendwie so hinlegen irgendwo? Hier auf die Bananenblätter lege ich die. Weil die sind nämlich so schwer, glaube ich. Nein, ich will kein Bananenblatt nehmen. Ich will einen Knochen da hinlegen. Kann man mit denen eigentlich auch irgendwas machen? Herstellen. 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 Hm. Da ist der Knochen da drunter. Scheiße. Mann! Jetzt muss ich den Knochen da wieder hinpacken. Dann geht das da wieder hinpacken. Was kann man denn damit herstellen? Herstellen. Aber da kann man ganz viel zupacken. Na gut, aber jetzt nicht. Jetzt wollte ich erstmal die Knochen weglegen. So, jetzt legen wir erstmal ein paar Knochen dahin. Ja. So.
Sind die jetzt alle gestapelt da, oder was? Das sieht ja lustig aus. Ich kann Knochen stapeln. So. Das Fleisch jetzt. Gekochtes Essen. 60 Proteine. Wow. Dann hebe ich mir das andere mal auf. Wow. So, wie lange hält sich das? Ein Tag und fast 2 Tage hält das Gekochte. Ich glaube, ich schmeiße die Pissspinne jetzt mal weg. Ich will die nicht haben. Ich mag die nicht. Aber jetzt wollte ich nochmal gucken. Da war ja so ein Funk hier, habe ich gesehen, als ich jetzt zum Schwein runtergegangen bin. Habe ich irgendwie vorbeigelaufen. Aber ich sollte immer vielleicht einen Speer in der Hand nehmen, ne? Was ist das für ein Geräusch? Was ist da für ein Tier? So, irgendwo habe ich hier, als ich hier runtergegangen bin, habe ich die gesehen. Und da kann man ja auch so, das kann man ja auch Verband mitmachen. So, ist das noch hier? Da ist er. Wusste doch, dass ich die gesehen habe. Muss er auch wieder klein hacken. So. Aber kann ich mal fragen? Herstellen. Jetzt mit dem Verband da vielleicht? Herstellen. Oh, dann kriege ich nur einen Verband raus. Warte mal, dann mache ich die hier auch mal gleich jetzt zu Verbänden. Dann sind sie bestimmt leichter oder so. Oder nehme ich immer so ein bisschen Platz weg im Rucksack. Ich muss hier mal echt meinen Rucksack aufräumen. Ich habe ja immer noch Knochen in der Tasche, ne? Herstellen. Herstellen. Ich verbaue die jetzt mal alle so. Die kann man doch irgendwie... Kann man die nicht mal irgendwie... Ah, dieses Ding nimmt so viel Platz weg. Aber ich traue mich das jetzt noch nicht zu machen mit diesem komischen Trank da. Traue ich mich jetzt noch nicht. Muss ich noch überlegen, ob ich das will. Soll ich zwar machen, aber... so eine Zeremonie gleich in den ersten Tagen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. So. Aber kann man die da nicht auch irgendwie da drauflegen? Das geht. Das. Da kann man nichts mehr drauflegen. Oh, jetzt habe ich schon wieder irgendwie was weggeholt. Ja, so. So, wie viel kann man da immer übereinander legen? 3 oder so. Irgendwie habe ich schon wieder was. Ich habe schon wieder was. Da ist nichts. Hä? Schnipp. Ja, guck mal, wie eklig die sind. Schnipp. Und da ist nichts. Da ist nichts. Okay. Gut. Hier ist ja noch so ein Paranussbaum. Hä? Oh, cool. Sind da auch noch Paranüsse drunter? Oder blaue Pilze? Stock. Sollte mal anfangen, hier die Gegend zu erkunden, so ein bisschen, ne? Und nicht immer hier nur im Kreis, um das Camp zu rennen. Ich will nur so einen Nusshahn. Weil die Paranüsse, also... Oh, das ist noch eine. Oh, muss man aber echt nachsuchen, ne? Ah. Was war das? Noch eine vielleicht? Also die Bäume muss ich mir echt merken, ne? Das heißt, die sind immer so versteckt hier in den Ecken, diese Nüsse scheinbar. Da ist noch ein Stock. Noch eine Nuss. Oh, cool. Tagebucheintrag. Was willst du von mir? Da. Da ist was Neues. Bambus, Bananenblattbett, Hüttenunterstand, Halter, kleiner Stock, Halter, Seile, Halter, langer Stock, Halter, Holzscheit. Ja und? Halter, Palmblätter, kleiner Setzkasten. Ja und? Ich gucke jetzt nochmal einmal hier rundherum, ob hier noch eine Nuss ist. Und dann sollten wir mal anfangen, hier das Gebiet zu erkunden, so ein bisschen. Wo bin ich jetzt wieder? Ah, mal Speer in Hand nehmen. Oh, ist das schön hier, ne? Oh, guck mal, wie die Schmetterlinge hier fliegen. Oh, wie toll. Oh, ist das schön. So. Ich bin so schreckhaft, echt. Hier sind, oh, die kenne ich doch auch noch nicht. Was ist das für welche? Einfach probieren. Komm, werd mutig. 2 Energie. Oh gut, wir geben Energie. Und der ist ja immer so schnell kaputt, mein Jack. Was? Irgendwas hat er geheult. Da sind blaue Pilze.
Eben, ich war doch da eben. Wieso waren denn da eben keine blauen Pilze? Und jetzt sind da welche. Komm, dann essen wir die auch mal gleich. Ich war doch hier eben gerade. Drehe sich um. Nee, ich will nicht die Plane. Ich will den Pilz haben. Die sind ja hübsch, die Pilze, wa? Das sind die, die so viel... Ach, Mann, da kommt man aber echt schlecht dran. Bestimmt ist hier irgendwann in der Ecke mal eine Klapperschlange oder so. Und ich so, la, 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 Pilz sammeln. Zisch. Aber wenn ich so unter durch Palmen durchgehen muss, das gefällt mir gar nicht. Mehr Pilze? Hier ist wieder... Jetzt mal, bin ich schon wieder an der Stelle? Oder wachsen diese roten Dinger immer bei diesen Bäumen? Weil da hinten war doch auch so ein rotes Ding neben dem Baum. Oder ist das der Baum? Es ist nicht der Baum, es ist ein anderer Baum. Das ist ein anderer Paranussbaum. Da ist noch einer. Hä? Ich war doch hier eben gerade. Wenn man da vorbeigeht, wächst ein Pilz. Ist das weg? Das weiß ich aber. Oh, das ist eine Kokosnuss. Oh, wie cool. Zack. Geht's denn mir so? Oh, alles gut. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Welche Richtung gehe ich denn jetzt eigentlich? Westen, Süden, Norden? Keine Ahnung. Wo ist denn jetzt eigentlich das Camp? Ich muss gleich mal auf die Karte gucken. Ja. Ich werde mal hier ein bisschen die Gegend erkunden. Irgendwie sieht das hier total spannend aus. Da ist noch eine Pflanze. Ja, da ist die gute Pflanze. Oh Mann, Larven. Larven kann man bestimmt auch für irgendwas gebrauchen. So. Die sollte ich auch noch. Ich mache mir noch ein paar Verbände. Der erste Verletzung kommt bestimmt. Das kann nicht lange so gut gehen, weil momentan läuft es ja richtig gut, ne? So, dann werden wir die mal gleich herstellen. Nein, nicht sammeln! Was jetzt? Ach, da macht er Fasern draus. Oh, das ist ja auch cool. Vor allem, weil die hinten sind, ne? Kann man da eigentlich auch was rein tun? Ne, kann man nicht. Ah, wenn man die aus Versehen sammelt, macht da Fasern drauf. Das heißt, wenn ich jetzt genug Verbände habe, dann kann ich da Fasern draus machen. Oh, das ist ja gut zu wissen. Dann habe ich immer was zum Anzünden. Weil diese sind ja hier vorne, diese trockenen Blätter. Und die Fasern ja da hinten zum Anzünden. Also die nehmen im Rucksack weniger Platz weg. Gut zu wissen, wieder was hier lernt. So, jetzt will ich aber trotzdem mal gucken, wo es hier so hingeht eigentlich. Nein, ja, nehme ich jetzt nicht mit. Bin ich gleich wieder überladen. Das ist auch ein Riesenstein, ne? Oh. Gott, dass man hier immer so durch diese Dinger durchgehen muss. Da ist noch so ein Baum. Oder war das der gleiche Baum? Wenn ich spiele im Kreis. Kann natürlich auch sein. Aber das sieht nicht so aus, als wenn da... Hier sind doch wieder die Schmetterlinge. Hier war ich doch schon mal, oder nicht? Das ist alles so gleich. Und hier sind keine blauen Pilze. Aber vielleicht kommen die blauen Pilze erst, wenn man um den Baum drum herum rennt. Das war es ja auch so. Da habe ich gedacht, oh, der Baum wird weggegangen und drehe mich um. Dann waren da blaue Pilze. Das war, hier war ich doch schon... Ist doch auch schon wieder dieses Ding. Hier war ich doch schon. War ich doch gerade. Ach, hier sind wir jetzt. Aha. Ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Hier ist aber ein anderer Paranussbaum. Ah, auf jeden Fall kann ich jetzt noch mehr Schalen aufstellen. Obwohl, ich könnte auch mal gucken. Ich könnte ja mal gucken, ob ich jetzt... Da stand ja irgendwie dieses Ding, was man da herstellen kann, ne? Warte mal, jetzt erstmal hier trinken. Herstellen. Und dann konnte man irgendwie... Was war das? Ein Kokosnuss und ein Seil, ne? Und dann... Kokosnuss-Bidon stand in dem Büchlein drin. Was ist das denn? Ah, das ist dieses Trinkschlauch-Ding, ne? So, jetzt ist die Frage, kann man das Wasser... Hier ist 5 drin. 5, 6,
7 von 10. Also 10 passen scheinbar rein. Ah, jetzt 7. Ah, jetzt rechnen die voll. Und hier, das ist leer. Und wenn ich das jetzt... So, wahrscheinlich irgendwie rüber. Jetzt machen wir 9 von 10. 9 von 10. 10 von 10. So, ziehe ich das da mal rüber. Ah. 10 von 40. Oh, da passen 40 rein. Warte mal, jetzt müssen wir gucken, wo ist denn hier noch... Der ist noch voll. 20 von 40. Und jetzt den. 30 von 40. Und 10 von... Oh, da sollte ich mir vielleicht noch so eins in den Rucksack legen, ne? Jetzt habe ich 40 Hydration bei mir. Ich weiß gar nicht, wie viel man so braucht, um einmal jetzt voll zu kriegen. Sind das 100, dieser Balken voll? Auf jeden Fall, jetzt regnet es ja und jetzt könnte ich ja noch so ein. Jetzt habe ich ja 4 Schalen und könnte noch so ein Ding voll machen. Ja, ich weiß, du bist schon wieder müde. Was macht unser Fleisch eigentlich? Oh, das trocknet so vor sich hin. Scheint aber diesmal nicht zu vergammeln. Okay. Das dauert aber echt lange, ne? Hm, schlafe ich jetzt mal? Wie spät? Ach nee, ich habe ja eine Uhr. 15 Uhr. Wenn ich jetzt schlafe, dann ist ja gleich irgendwie dunkel. Ich will nicht, dass es dunkel ist. Ich will mal gucken, ob ich jetzt hier noch so ein paar Pilze finde. Dann hat er ja wieder Energie. Nee. Keine Pilze für mich. Wo geht's denn hier so hin? Da läuft der wieder. Den würde ich so gern mal fangen. Aber ich kann doch schon irgendwie kriechen, ne? Vielleicht kann ich jetzt mir so ranschleichen. Jetzt hat er mich schon wieder gesehen, ne? Sag mal, dieser Lego an, der ist aber echt auch pfiffig, ne? Was ist da so drin? Ist da was drin? Mein Feuer ist jetzt bestimmt wieder ausgegangen. Oh, eine Riesenschildkröte. Ach, scheiße, ich habe nicht an mein Feuer gedacht. Ist bestimmt jetzt ausgegangen, ne? Was ist das? Ich höre so ein Geräusch. Das ist Spinne. Oder ist das die Tote, die ich da hingelegt habe? Nee, es war keine Tote. Nee, komm, mach mal weg. 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 Ich will die nicht haben. Da wäre ich fast draufgetreten. Ich merke schon, wie ich jetzt so ein bisschen unbedarft werde. Hier durch die Gegend trödel und denke so, oh, alles ist gut, alles fein, alles schreck. Zack, Spinne. Oh, das ist schon wieder fast aus. Da brate ich mir jetzt, glaube ich, mal so. Wo ist denn mein Holz? Da. Da muss man echt viel Holz sammeln, ne? Halt. I need a rest. Ach Mensch, warum willst du denn dauernd schlafen? Ich wollte noch ein bisschen die Gegend erkunden. Kleiner Stock. Und außerdem will ich jetzt, wenn ich jetzt schlafen gehe, vergammelt. Wo ist denn die Kröte jetzt hin? Ach ja, die muss ich erst aufnehmen. Kann ich das vielleicht auch verbrennen hier? Kacke? Oh. Kann man auch vor zum Brennen nehmen. Und die hier? Nee. Oder die? Nee. Ha. Sammeln. Ich habe jetzt so viele Paranüsse. Ich muss mal überlegen, was man mit dieser Schale machen kann. Kann man bestimmt irgendwas mitmachen. So, jetzt brate ich mir aber erstmal hier eine tote Kröte. So, wie lange hält das noch? Ein Tag. Ein Tag. Die Maden, die halten, glaube ich, irgendwie unendlich. Weil die leben ja noch. Oh, ich habe ja noch... Ich habe ja noch blaue Pilze. Essen wir die doch mal. Siehst du, schon ein bisschen... Was war das für ein Geräusch eben? So zischen gehört. Komm, die essen wir mal, bevor die vergammeln. So, siehst du schon, brauchst du nicht mehr resten. Ich will jetzt, solange es hell ist, hier nochmal ein bisschen gucken. Was hier so los ist. Und Stöcke nehmen wir nochmal mit. Dann lege ich hier schon mal. Ich will das auch mal irgendwann ausprobieren, aber jetzt ist mir das noch zu früh. Mit dieser komischen Schale. Ich lege mal dahin. Brauchen wir da ja dann. Ja, weg, weg, weg. Banane, brauche ich irgendwie was? Nö, alles gut. Kröte hat mich wieder fit gemacht. Ein paar Stöcke mitnehmen hier. Ich würde so gern so Leguanen auffangen. Was rauscht denn da so? Ist da Wasser? Oder ist es nur länger normale Wild?
bin. Und diesen Pilz würde ich auch gerne mal probieren. Ich nehme mal so einen mit. Probier den mal irgendwie, bevor ich Feierabend mache. Also wenn ich einmal gespeichert habe, dann probiere ich den mal. Mal sehen, was mit dem ist. Vielleicht sieht der ja nur so fies aus, ist aber eigentlich ein ganz toller Pilz. Man weiß es ja nicht, ne? Indian. So. Ist wieder voll. Ha. Wie geht das hier hin? Ganz. Boah, hier geht's immer weit, ey. Das sieht auch spannend aus hier, ne? Das war nur so ein Loch. Wenn sich hier so Regenwasser sammeln würde, das wäre praktisch. Ich dachte, das wäre so eine Riesenkröte. Aber nein, das ist nur ein Baumstumpf. Was ist das hier? Damit. Ach, die waren, glaube ich, das waren die guten Pilze, ne? Oh ja, geistige Gesundheit plus eins. Plus eins. Hab ich denn, woran sehe ich denn überhaupt, weiß das einer von euch? Woran sehe ich, ob ich geistig gesund bin oder nicht? Oh, jetzt kommt nur noch Kohlenhydrate. Jetzt bin ich scheinbar geistig gesund. Was heißt denn jetzt? Eins soll schlafen. Aber der ist doch noch so fit. Warum soll ich denn schlafen? Ich will nicht schlafen. Mann, wenn ich jetzt schlafe, ist es Nacht. Und ich will nicht, dass Nacht ist. Ich will abends erst schlafen. So, dann werde ich bis morgen früh durchschlafen. Was ist das hier? Essen? Oh, die bringen Energie. Guck mal, dann kriegst du doch Energie. Dann musst du doch nicht schlafen. Wieso musst du denn schlafen? Die Energie ist doch so hoch. Weiß ich nicht, was er von mir will. Was ist denn das da? Leuchtet sowas? Oh Gott, was ist das? Was ist das? Oh, das sieht ja cool aus. Bild machen. Schnips. Was ist das? Neuer Ort. Karte. Da. Da wohne ich und da ist das. Und was ist jetzt im Tagebuch drin? Neuer Eintrag. Aber hier. Reinige deinen Körper mit Wasser. Dann haben wir das schon. Wenn du länger als 4 Stunden schläfst, ist der Effekt wirkungslos. Was? Bekannte Behandlung. Moment. Insomnie. Wirkung. Verschlechtert geistige Gesundheit, erhöht Energieausschüttung. Was? Wieso habe ich denn Insomnie? Bekannte Behandlungsmöglichkeiten. Schlafen. Wenn du länger als 4 Stunden schläfst, ist der Effekt wirkungslos. Hä? Was? Ich leide an Insomnie? Was? Hä? Dreck haben wir schon. Ist das Insomnie? Das muss ich mal googeln, was das heißt. Auf jeden Fall soll ich dringend schlafen und nicht länger als 4 Stunden. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier ganz kurz schlafe? Hier mal so. Schlafen. Geht es dann weg? Aber nicht länger als 4 Stunden. Was jetzt? Nee, das war es irgendwie nicht. Untersuchen. Das sind die Dinger, das hatte ich irgendwo gelesen. So, die wurden... Warte mal, dazu braucht man, glaube ich, die Dinger, ne? Ikit. Funkchen, Tabak. Gott, wie eklig. Gott. Fängt ja schon wieder gut an. Ist noch mehr? War nur der eine, ne? Und der andere? Noch mehr von den Dingern? Nee. Gut, ich glaube, ich schlafe dann doch lieber in Zukunft im Bett. Ich würde sagen, das sieht echt total spannend aus. Das gucken wir uns gleich an. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal schnell zurück. Und lege ich mir mal eine Runde ins Bett, weil dieses Insomnie... Ich habe schon wieder irgendwas. Was habe ich denn jetzt hier schon wieder? Da ist doch alles gut. Und da? Da mehr Würmer? Da? Ist doch gar nichts. Was bist du? Schnips, weg.
So, ist die Lupe jetzt weg? Ja. Oh, Leute, ich kriege schon wieder Panik. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Konzentriert, zügig. Oh, und jetzt habe ich meine Kröte vergessen. Auf dem Lagerfeuer. Oder habe ich die gegessen schon? Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe jetzt erstmal zurück und gehe ins Bett schlafen, weil ich glaube, mir gefällt das gerade gar nicht. Mit diesem Insomnie, was das da heißen soll. Ich weiß nicht, was es heißt. Wo ist denn jetzt hier? Da hinten. Aber Heike, nicht hetzen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Zügig, aber konzentriert. So. Ich traue mich jetzt auch nicht. Ich glaube, wir werden mal zwischenspeichern, falls jetzt irgendwas passiert. Obwohl, ich kann ja nichts anderes machen, außer schlafen, ne? Mal das Feuer in Gang bringen. Da, was ist das? Verbranntes Krötenfleisch. Egal. Minus geistige Gesundheit 2. Oh, läuft bei mir, würde ich sagen, ne? Wo ist denn mein... Nein, du sollst nichts aufnehmen. Was hast du jetzt aufgenommen? Brasilianische Wanderspinne? Was? Wie? Bin ja überhaupt nicht hektisch. Nein, kein Stück. Mach mal das Feuer wieder an. Ich gehe jetzt schlafen. Geistige Gesundheit. Hilft das, wenn ich schlafe? Ja, ich gehe jetzt schlafen. Pass auf, ich speichere mal auf einen anderen Speicherplatz. Irgendwie gefällt mir das alles gerade gar nicht. Was macht mein Fleisch? Trocknet so vor sich hin. So, dann werde ich jetzt mal hier den zweiten nehmen. Das ist, nee, ganz unten ist der so, keine Ahnung, ob das eine gute Idee war, Speicherplatz. So, jetzt aber mal schlafen. Nicht länger als 4 Stunden, dann ist der Effekt wirkungslos. Was, was macht der damit? Da müsste doch jetzt dieses Zeichen weggehen, wenn ich hier schlafe, ne? Zack. Jetzt ist es weg. Wie geht's mir so? Da ist alles gut. Ich muss was trinken, aber es regnet ja Gott sei Dank gerade erst. Mann, ist das alles aufregend. So, jetzt trinke ich mal die Kokosnussschale leer. 1, 2, 3, 4. Und jetzt? Aufgefüllt. Jetzt bräuchte ich nur noch Proteine. Aber dies hier, das trocknet noch so vor sich hin. Das ist auch noch, ist auch bald fertig. Leute, ich speichere jetzt mal den richtigen Speicherstand. Ich finde, läuft ja super. Ich habe eine Insomnie. Und die google ich hier erstmal, was das ist. Überlebt. Ich habe den ersten Wurm gehabt. Ich habe eine Höhlenzeichnung entdeckt. Nein. Wo ist er? Steht da hier irgendwas? Überprüfe den Ort Lambda 2. Stelle Ayo Asche und trinke die Erinnerung. Das werde ich ja dann einfach machen. So. Ist hier sonst noch irgendwas? Wie war das alles? Nee. So, hier. Da. Spuren von Eingeborenen besitzen kein Alphabet, sondern einfache Zeichnung. Mia könnte mir beim Übersetzen helfen. Der Windhold ist etwas hinter dem Felsen. Okay. So, unbekannter Pilz. Töte Parasiten. Kohlenhydratquelle. Was ist hier Neues? Schlafen. Das haben wir jetzt gemerkt. Was ist denn da noch neu? Ach da, Wurm. Wirkung. Verschlechtert geistige Gesundheit. Aber hier ist das so ein Symbol, ne? Das ist wahrscheinlich meine geistige Gesundheit. Wo sehe ich denn, wo meine geistige Gesundheit gerade so steht? Weiß das einer von euch? Wurm mit der Knochen- oder Fischnadel entfernt. Schmerzhaft und die geistige Gesundheit leidet. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich mache mir so mal, ich hole mir mal so ein paar Schnecken. Weil die waren ja gut für geistige Gesundheit, ne? Ich glaube, ich brutzel mir mal eine Schnecke. So, komm. Und das noch eine? Ich will mal gucken, was jetzt, wenn ich jetzt 2 Schnecken, was ist mit dem? Die könnte man doch auch essen. Der wäre doch auch gut, ne? Naja, jetzt habe ich die Apfelschnecke gegessen. Ah! Wollte ich doch nicht. Habe ich jetzt echt gegessen? Ich wollte... Hallo? Feuer? Was ist das jetzt für ein Mist? Lagerasche? Kohle? Kohle? Kohle. Ist ja toll, aber ich hätte gerne lieber mein Feuer. Warum wirfst du jetzt den Speer hin? Aus Wut, aus Frust. So, Leute. Ich speichere jetzt mal Schluss. Ich merke gerade, ich werde unkonzentriert. Ach komm, egal. Morgen geht's weiter. Ich muss jetzt erstmal darüber nachdenken und das sacken lassen. Okay, bis dann. Tschüss.